Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind in Sonnenreuth im Tal in unserem neuen Städtchen. Eine Zuglinie haben wir, die führt uns nach, muss ich gucken, Lodin rein, genau. Und jetzt gibt es hier noch eine weitere. Jetzt muss ich aber gleich kurz vorneweg sagen, ich bin völlig in Zeitnot. Völlig mühsam. Also eine halbe Stunde habe ich hier geplant. Danach habe ich tatsächlich ärztliche Termine, das ist ein bisschen blöd. Ja, da wünscht man sich fast schon, dass man wieder krank ist, dann hat man ein bisschen mehr Zeit. Nein, natürlich nicht. Ich muss jetzt halt gucken, wie lang die Folge wird. Wir werden sehen. Aber ist mir jetzt auch egal, jetzt möchte ich... Huch, ein Heli. Jetzt möchte ich gerne mit meinen Zügen spielen. Also von daher ist das egal, was nachher ist. Wir sind in die Richtung losgedüst. Im Prinzip hätten wir natürlich jetzt hier hinten noch das Städtchen Nonmis, dass wir da noch was machen. Das würde ich auch machen, zu gegebener Zeit. Ich möchte aber tatsächlich zuerst in die andere Richtung, dass wir hier auch rauskommen. Und das wäre dann, ja, Niederschöner. Das war anlaufen, würde ich mal sagen. Das ist relativ klar ersichtlich. Oh, apropos Züge. Da haben wir sie, die schönen. Einmal in Orange, einmal im SBB-Grün, dazu die Universallinie. Genau, das ist nämlich auch noch, dass wir die Unilinie natürlich noch hier aufnehmen. Das werden wir auch machen. Das möchte ich aber nicht jetzt machen, ich möchte erst eine Regio da runter. Gut, wir haben Gleise, haben wir nicht. Was wir aber haben, ist hier eine Straße, die wir gezogen haben. Das heißt, wir könnten hier wunderbar der Straße folgen. Wenn wir jetzt auf der rechten Seite wären, dann könnten wir hier sogar weiter... Ja, könnte man hier natürlich auch mit dem Bahnübergang irgendwie hier runter und dann gucken, wie wir hier in die Gleise reinkommen, während hier die ganzen Schnellzüge unterwegs sind. Also wie wir in den Bahnhof reinkommen. Wäre es nicht vielleicht von der Seite? Nee, das wird schwierig. Das ist dann doch eher ein Kopfbahnhof, das klappt so nicht. Das heißt, wir müssen hier irgendwie rein. Oder hier unten. Das hier führt am Bahnhof vorbei. Das ist noch der Güterbahnhof. Genau, und der fehlt natürlich hier oben auch noch. Das stand auch schon in den Kommentaren, da habt ihr recht. Mit neben dem Bahnhof den Güterbahnhof setzen, das wird schwierig. Ich möchte die Häuser hier tatsächlich nicht kappen. Das müssen wir irgendwie anders lösen. Was könnten wir denn machen? Hier so ein Hochbahnhof. Hier oben, wie wäre das denn? Das hätte auch einen gewissen Reiz, finde ich. Oder hier in den Berg rein. Lass uns den mal setzen, auch wenn wir den jetzt noch nicht brauchen. Aber das Problem ist halt natürlich... Die bauen hier fröhlich weiter, die KI. Das heißt, wenn wir jetzt nicht den Güterbahnhof setzen, dann werden wir den wahrscheinlich gar nicht mehr setzen können. Zumindest nicht so, wie wir ihn gerne hätten, wenn ich ihn denn mal finde. Nicht abstürzen, was ist das denn? Ich kann gerade nicht mehr drücken. Moment. Wenn jetzt die Musik aufhört. Einmal raus hier. Geht nicht mehr. Okay, irgendwas rechnet, was weiß ich. Aha. Da sind wir wieder. Okay, ich wollte eigentlich nur einen Bahnhof setzen. Ich gehe hier mal ein bisschen weg. So, keine Ahnung, was das war. Da wurde halt gerechnet. Also, hier haben wir die Bahnhöfe. Ja, machen wir doch wieder mal einen Durchfahrtsbahnhof. Ein Gleis reicht eigentlich, aber ich möchte auch, dass der ein bisschen nach was aussieht. Dann die 240. Und das können wir so lassen. Wenn wir den jetzt hier irgendwie hier reinhämmern, hätte einen gewissen Reiz, finde ich. Oder eben alternativ, zum Beispiel hier oben. Dass wir hier so richtig im Fels drin den Güterbahnhof haben. Ist natürlich dann auch ein bisschen die Frage, wie kommen wir mit den Gleisen darauf? Und die andere Frage ist, wie machen wir das mit der Straße? Vielleicht, wenn ich dich ein bisschen drehe, dann könnten wir hinten den Fels ein bisschen mitnutzen. Geht natürlich dann auf Brücken rauf. Finde ich aber irgendwie cool. Gefällt mir tatsächlich. Ich mache das mal so. Dann haben wir hier den Güterbahnhof. Jetzt würde ich, die Gleise würde ich mal noch lassen, aber ich denke, die Straße, die können wir tatsächlich schon ziehen. Eben, einfach damit wir die haben. Nicht, dass die KI dann irgendwie was baut, was uns nicht gefällt. Das ist doch schon mal okay so. Machen wir so. Dann geht das irgendwie hier lang. Ist natürlich noch von Vorteil, wenn wir die Kurve aktiviert haben. Hier haben wir noch Gleise. Und hier unten haben wir eine Straße. Ja, das ist ja wunderbar. Da kommen wir doch problemlos rein. Denke mir mal. Hier geht es ordentlich runter. Das ist fast schon eine Skipiste. So, einmal eine Kurve. Ja, dann kommen wir da rein. Und zwar problemlos. Das finde ich erstaunlich. Das ist aber mal hier... Also das ist tatsächlich mal ein Weg. Wow. Kann ich hier noch so eine Schlaufe haben? Oder was passiert denn, wenn wir in die Richtung wollen? Dann hätten wir hier eine Straße. Ich gucke mal. Hier so ein bisschen den Fels rein. Dann haben wir eigentlich... Die Steigung haben wir. Wo käme ich da raus? Irgendwo hier vorne. Viel zu hoch. So hoch müssen wir ja gar nicht. Ich gucke mal, wenn ich in die Richtung düse. Irgendwie so hier runter. K
käme ich rein. Allerdings nicht schön. Wir machen es mal so. Dann hier gerne mit einer Brücke. Das darf auch irgendwie was Schönes sein. Jetzt haben wir wieder keinen Pfeiler. Haben wir hier die Pfeiler generell nicht bei der Brücke wahrscheinlich. Machen wir mal einen auf Stein. Das sieht doch cool aus. Das hat auch ein bisschen was Alpines. Allerdings, hier müssen wir noch mal ein bisschen runter. Damit wir hier dann die Höhe haben. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so geht. Wir werden es gleich wissen. So, weil wir sind auch nicht hier für einen Straßenbau. Doch, das geht tatsächlich. Sondern wir wollen ja die Gleise da rausziehen. Ich mach das mal. Gut, gebaut haben wir es. Jetzt wollen wir es auch sehen. Also, wir düsen hier runter. Und dann geht das hier in den Berg rein. Das ist doch soweit okay. Dann geht das hier wieder raus. Ja, und dann kommt man hier ein Städtchen runter. Das passt doch wunderbar. Gut, die Gleise, wie gesagt, das werden sowieso Brücken. Die müssen wir nicht jetzt machen. Hier in die Richtung wird es wahrscheinlich eher schwierig. Je nachdem, aber vielleicht mit einer Kurve, dass wir irgendwie nach da hinten dann düsen mit den Gleisen. Wenn wir das brauchen, wir werden sehen. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie wir hier rauskommen. Da an die Straße ran. Da würde ich sagen, das müsste eigentlich eine Brücke sein. Schauen wir mal, ob das geht. Weiß ich nicht. Irgendwie so. Und dann hier mit Höhe natürlich. Okay, das gäbe tatsächlich eine Brücke hier. Zumindest halt wieder ohne Pfeiler. Ich fürchte, das wird mit Pfeiler. Wird das wahrscheinlich wieder nicht funktionieren. Wir werden es gleich wissen. So geht's. Ne, da haben wir eine Brückenpfeilerkollision. Ich weiterziehe. Geht's nicht. Wenn ich dich ein bisschen zurücknehme. Sagen wir mal bis hierhin. Ja, da müssen wir aber die Höhe nochmal regulieren. Ja, da steht halt alles im Weg. Ja, da haben wir natürlich noch Gleise und so weiter. Deswegen geht's nicht. Aber so, doch, so wird's gehen. Das hätte doch einen gewissen Reiz, hätte das. Kann ich hier nochmal ein bisschen runter? Kann ich tatsächlich. Vielleicht sogar ebenerdig. Das geht problemlos. Guck mal. Hier kommt man nach unten durch. Das ist jetzt zwar, also für LKWs ist das natürlich grenzwertig. Das finde ich dann doch nicht ganz so gut. Wir gehen mal höher, würde ich vorschlagen. Ich möchte hier nochmal kurz gucken. Eine andere Farbe. Zack, so. Gefällt mir auch nicht. Ja, so gefällt es mir besser. Ist okay, da kommt man mit den LKWs unten durch. Das ist kein Ding. Dann lassen wir es so. Bauen wir. Dann haben wir Brücke Nummer 1 gemacht. Mal gucken, wie das mit Brücke Nummer 2 aussieht. Ja, sehr eigenwillig. Ja, dann haben wir eine Brückenpfeilerkollision. Das geht nicht. Oder ich muss es halt in kleinen Schritten bauen, tatsächlich. Dann wird es wahrscheinlich gehen. Dockt das hier noch an? Nee, das dockt doch nicht an. So dockt es an. Und so haben wir allererstens die Brückenpfeilerkollision. Ich baue es mal. Wenn man kleine Schritte macht, dann kann eben neu berechnet werden. Guck mal, hier funktioniert es nämlich. Gut, dann haben wir das hier zweigleisig. Da ist nicht mal mehr ein Gebäude flöten gegangen. Sehr schön. Hier unten können wir immer noch mit Straßen etc. arbeiten. Kein Problem. Und hier vielleicht eine Weiche. Allerdings, wenn ich die Weiche so mache. Doch, es geht, dann ist der Stein weg. Aber wir haben eine Kollision. Ich so hier reingehe. Ne, ich möchte schon ganz rüber. Wir haben so den hier. Geht nicht, haben wir Kollision. Ist aber eigentlich egal, das sind ja Gleise, die wir jetzt nicht brauchen. Sondern wir nutzen natürlich andere. Wo ist eigentlich unsere Linie drin? Hier hinten. Also die kommt uns ja nicht in die Quere. Können wir tatsächlich so machen. Das funktioniert. Gut, und jetzt wollen wir an die Straße runter. Würde heißen hier irgendwie den und... Oh, wir haben schon Maximalgefälle. Oder das maximale Gefälle. Dann lasst uns hier nicht gerade eine Bergstrecke machen, aber doch ein bisschen noch Weg generieren. Also das geht halt hier raus. Dann geht das hier irgendwie mit einer Kurve hier hin. Hier wieder zurück. Sind wir da schon weiter unten? Nicht massiv. Aber wir müssen eigentlich, wenn wir jetzt nach da hinten gehen, müssen wir runterkommen. Ich würde das dann irgendwann auch noch... Ja, das geht. Ändern. Dahingehend. Ja, sieht eigentlich auch okay aus. Ist aber wieder eher etwas für eine Dampflokomotive. Und das möchte ich eigentlich hier nicht haben. Vielleicht eine modernere Brücke nehmen. Sollen wir das nochmal kappen und eine moderne Brücke nehmen? Die Frage ist, ob ich es nochmal so hinkriege. Irgendwie, ich bin nicht so begeistert. Wisst ihr warum? Weil das ist für mich aber böser. Wenn wir hier mit solchen Brücken arbeiten. Ich möchte hier was tatsächlich Modernes haben. Deswegen, ich nehme das hier auch nochmal weg. Da haben wir wieder eine Kollision. Das geht nicht.
Gut zielen, Herr Heisenberg, sonst sind wir dann irgendwann die Straße los darunter. Nein, 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 nicht nein. Ja. Erwischt. So, also, das würde soweit passen. Jetzt hier nochmal rüber. Und dann aber mit einer anderen Brücke. Hätte ich jetzt natürlich von Anfang an entsprechend bauen können, klar. Mir war irgendwie nicht bewusst, dass ich gerne eine moderne Brücke haben möchte. Deswegen habe ich automatisch zuerst mal die andere genommen. Irgendwie sowas hier. Okay, mal mit M. Nö, was macht's denn da? Sind wir irgendwie so lang gegangen? Ich glaube schon. Hier nochmal höher. Ja, allerdings, das ist zu hoch. Wir gehen nochmal runter. Wäre dann so. Das geht. Guck mal, das funktioniert. Der Zug passt auch unten durch. Und das sieht doch sogar noch relativ nett aus hier, wenn der Zug unter der Brücke durchfährt. Die Oberleitung ist so ein bisschen noch drin, ist aber, nee, das ist in Ordnung. Das würde ich tatsächlich so lassen. Ich finde das cool so. Ich bin aber mit der anderen Brücke, glaube ich, eher... Achso, ja, weil wir ja Höhe abbauen müssen. Machen wir hier eine Kurve. Das würde ich tatsächlich so belassen. Ich würde hier auch noch nicht runtergehen. Oder wie sieht es denn aus, wenn wir hier tatsächlich... Nee, dann kommen wir... Nee. Das geht nicht. Dann kommen wir da nicht mehr dran vorbei. Also, das müssen wir tatsächlich so handhaben. Ja, ist okay. Bauen wir. Und jetzt machen wir aber das Gleiche. Wir düsen erstmal ein bisschen in die Richtung hier. Und haben hier aber Gefälle. Die Frage ist halt ein bisschen, die ich mir stelle, ob das nicht vielleicht sogar sinnig wäre, wenn man hier dann mal noch einen Damm hätte. Oder eine Aufschüttung. Ich mach's mal bis hier hin und gucke. Wenn wir dich jetzt sozusagen zurückdrehen, da kommen alle Ärzte sogar in den Tunnel rein. Ist es denn wahr? Bisschen mehr Höhe. Dann haben wir hier wieder die Brücke. Ja, das ist okay. Ich würde das mal gerne so haben, und zwar ohne Tunnel. Das machen wir mal. Zack, einmal den. Jetzt eben in die Richtung und dann eben runter. Das klappt schon. Das ist ein bisschen anders wie vorher, aber das ist ja komplett egal. Also da kommen wir rein. Man sieht, das würde so schon funktionieren. Jetzt hier nochmal eine massive Brücke. Das muss ja nicht mal unbedingt die gleiche sein. Warum auch? Irgendwie sowas. Das ist sicher modern. Das ist ungefähr das, was ich wollte. Oder halt eben, wir können ja mal gucken. Kostet ja nichts. Den Damm. Er macht, glaube ich, zu viel zu hier, oder nicht? Also optisch. Man sieht ja mit die Stadt dahinter nicht mehr, wenn man hier so ist. Nee, gefällt mir nicht. Aber die Aufschüttung wäre noch eine Option. Das können wir blähen, das ist kein Problem. Finde ich eigentlich fast besser, muss ich gestehen. Wenn wir von hier her gucken, dann sieht es ein bisschen aus wie der weiße Damm, den wir noch haben. Ist es aber nicht. Ist tatsächlich aufgeschüttet. Ich würde das so aufgeschüttet nehmen. Jetzt ist aber die Frage, ob das das richtige Gleis ist. Wir sind hier rechts. Düsen hier lang. Und sind hier dann genau falsch. Das ist natürlich Käse. Das müssen wir anders machen. Wir müssen erstmal das zweite Gleis noch mitnehmen. Damit wir dann auf der richtigen Seite sind. Und das geht auch problemlos. Das freut mich schon mal. Auch das geht problemlos. Ja. Konfliktfreies Bauen bei Transport Fever 2. Das ist schon sehr schön. Das war bei Train Fever damals anders. Da hätte man sowas, behaupte ich. Ja, du hättest es vielleicht bauen können, aber dann musste man tatsächlich Tricks anwenden und so weiter. Das ging nicht einfach so, dass du es rüberziehst. Definitiv nicht. Gut, dann brauchen wir dieses Gleis. Was irgendwie hier rangeht. Ja, wenn ich es denn so hinkriege. Möchte so gerade nicht. Wir können es natürlich von hierher kommend machen. Dann müsste es gehen. Moment, wenn ich es richtig mache. Irgendwie so und dann hier oben rein. So, dann haben wir es richtig. Jetzt sind wir hier auf der linken Seite. Und die linke Seite ist die, die hier andockt. Mhm, passt hervorragend. Dann schütten wir wieder auf. Und dann haben wir das so, wie wir es wollten. Das hier, wie gesagt, werden wir blähen. Das wird problemlos gehen, nehme ich an. Wir haben dort ja nichts, was im Weg ist. Also kein Gebäude, keine Straße, keine Schiene. Dann müsste das eigentlich funktionieren. Das ist jetzt erstmal ja, die erste Zufahrt, die wir haben aus der Stadt raus in die Richtung. Während wir hier tatsächlich schon ordentlich Privatverkehr haben. Gibt es hier schon Stau? Nö. Oh genau, im Bachfeld wollte ich doch mal noch gucken, ob wir Stau haben. Sollen wir das schnell machen? Ich denke, es wäre nicht so verkehrt, aber ich möchte wenigstens hier noch kurz das Geblähe haben. Ja, dann bräuchten wir den richtigen Kollegen hier. Ja, perfekt. Sehr gut. Gefällt mir hier noch ein bisschen. Da noch ein bisschen.
Und hier stimmt es ja eh schon. Und hier ist es jetzt noch ein bisschen geraffelt. Das kriegen wir auch noch weg. Wenigstens ein bisschen. Wenn es ein bisschen geraffelt ist, also damit kann ich leben. Das ist absolut kein Problem. So, so geht es natürlich auch. Wenn wir hier einfach einen Buckel machen, dann kriegen wir es auch weg. Auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe, ich habe kein Problem damit, wenn das ein bisschen geraffelt ist. Aber mal so, wenn es weg ist, stört es mich auch nicht. Gut, haben wir. Würde funktionieren. Die Ausfahrt aus dem Bahnhof ist gebonkt. Hier mit einer Brücke. Hier schön mit der Eisenbahn unten durch. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Wie die hier, guck mal, wie die hier tatsächlich jetzt durch Städtchen durchfahren. Weil dieses Gleis, das haben wir gezogen, da war hier noch gar nichts. Also die Stadt ist nach dem Gleis gekommen sozusagen. Sehr cool. Gut, also. Andocken. Wir docken mal. Mal gucken, ob es geht. Ja. Wir müssen eigentlich dranhängen. Ich versuche das mal von hier unten. Geht, glaube ich, einfacher. Dass wir hier so reingehen. Dann haben wir hier eine Kollision. Im Ernst jetzt? Tatsächlich. Mit der Straße kollidieren wir da. Ja, so dockt es auch an. Da machen wir hier Kollege Portal. Ne, das ist nicht ideal. Da brauchen wir tatsächlich was Dünneres. Dich zum Beispiel. Bin ich okay, können wir machen. Zweites Gleis, bitte unauffällig folgen. Bisschen wie nach hier vorne. Und hier vorne wieder fröhlich raus. Passt soweit auch. Machen wir mal. Ist jetzt vielleicht nicht komplett angedockt. Das ist aber nicht so schlimm. Ist ja ein Tunnel. Das ist schon in Ordnung. Wir können jetzt wieder andocken. Das machen wir auch automatisch. Beiden Gleisen hier runter. Und jetzt haben wir doch hier eben die Möglichkeit. Moment, es ist glaube ich wirklich cleverer. Ich mache es von hier aus kommen. Ja, so ist es besser. Aber jetzt habe ich je nachdem wieder ein Problem, dass ich hier nicht ins Gleis reinkomme. Nö, geht problemlos. Dann machen wir das. Sauber. Nee, nee, doch nicht. Moment. Ja, aber es geht. Glück gehabt. So, einmal zurück. So, und hier vorne ist dann irgendwie eine Kreuzung bei der Straße. Da können wir aber, ja, da können wir dran vorbei. Und irgendwie so hier ran. Oder wir machen es halt so. Allerdings, wir sollten natürlich auch irgendwann dann rausfinden, wie wir dort in den Bahnhof reinkommen. Das werden wir uns jetzt schnell ansehen. Also hier runter sind wir gekommen. Hier haben wir natürlich ein bisschen Verkehr, beziehungsweise sogar ein bisschen Stau. Weil das ist halt wieder hier tatsächlich ein Bahnübergang. Dann haben wir hier nochmal einen vierfachen Bahnübergang sozusagen. Das gibt natürlich ein bisschen Stau. Also wir sind hier. Wir wollen nicht hier rüber oder hier rein. Ja, wobei doch wollen wir eigentlich schon. Hier, die beiden Gleise, die würden uns reinführen. Wie sieht es denn hier aus? Ui, okay. Hier haben wir doch schon den ein oder anderen Zug tatsächlich. Das hier sind Schnellzüge. Was ist dieses Grüne hier? Ne, das ist es nicht. Der Railjet. Ja, da können wir schon nochmal einen Zug reinsetzen. Das gibt ja im Prinzip auch von Region kurzen. Wer kommt hier? Ach, der Metropolitan heißt der, glaube ich. Ich bin jedes Mal wieder am Überlegen, wie der heißt. Ich weiß es wirklich primär dann, wenn wir den jeweils kaufen. Gut, also. Das würde funktionieren, dass wir da reinkämen. Wir könnten hier im Prinzip sogar theoretisch die Depotgleise mitnutzen. Aber wie kommen wir hier rüber? Wir hätten noch eine Brücke. Dann sind wir hier in dem Bereich, dann kämen wir auch in die Gleise rein. Das wäre vielleicht fast cleverer. Dass wir da an die Brücke rangehen. Ich kappe das mal. Das finde ich eigentlich die beste Idee bis jetzt. Also hier die Kurve. Irgendwie so. Wir können ja schon ans Gleis ran. Ja, müssen wir anders machen. Moment, das war einmal zu viel. Ja, nee, machen wir tatsächlich anders. Nämlich so. Jawohl, dann geht's. Zack, einmal den. Jetzt könnte man noch kurz überlegen, ob wir das unbedingt zweigleisig brauchen. Ich baue es mal bis hierhin zweigleisig. Und danach schauen wir, ob wir das da weiter zweigleisig nutzen. Na, möchtest du nicht? Doch. Geht doch. So, einmal hier rüber. Das klappt auch schon mal. Nee, ich würde das tatsächlich nicht zweigleisig nutzen, sondern ich würde hier so reingehen, dass hier die zusammenkommen. Dann können wir von hier aus nachher hier vorne in unser Gleis rein. Allerdings nur in dieses hier, das rote. Aber wir haben keine Weiche. Das rote Gleis wäre der 1,2 Kilometer Güterzug. Der fährt hier durch. Dann müsste der warten. Das Problem ist ein bisschen, sonst müssen wir halt Ewigkeiten warten.
Aber wie wäre es denn, wenn wir hier... Jawohl, einfach noch eine Weiche machen. Dann kommen wir nämlich rüber. Jetzt haben wir hier noch ein Signal. Was ist das für ein Signal? Moment, wenn ich dich erwische. Das gehört hier nicht mehr hin. Das muss weg. Tatsächlich, sonst warten hier die Züge falsch sozusagen. Gut. Würde passen. Hier haben wir das. Dort haben wir das. Jetzt fehlt hier aber die Weiche noch. Dafür werde ich hier nochmal kurz was abreißen. Und das so machen. Gut, die Signale fehlen. Ich würde trotzdem die Linie schon mal machen. Hier rein, einmal hier rauf nach Sonnenreuth im Tal. In den normalen Bahnhof rein, wäre hier. Wird auch klappen, wir sehen es mit einer unmöglichen Farbe. Das werde ich nochmal schnell ändern. Haben wir hier noch ein fröhliches Blau. Ja, ist aber eingleisig interessanterweise. Haben wir hier oben keine Weiche? Nee, da haben wir tatsächlich keine Weiche. Da brauchen wir noch eine. Dann gibt es die natürlich. So, einmal diesen. Jetzt wird es klappen. Nee, wird noch nicht klappen, weil wir die Signale halt noch nicht haben. Aber das können wir relativ schnell machen. Na, hier Signale setzen. Einmal zack hier. Und einmal zack hier unten. Dann müsste das bereits zweigleisig sein, wenn denn alles stimmt. So, jawohl, ist zweigleisig. Gut, dann können wir gleich hier weitermachen. Wollte ich sagen, wenn wir die Signale schon haben. Einmal so. Dann hier einmal auf der Aufschüttung. Auf der aufgeschütteten Aufschüttung. Hier Tunnel. Dann hier runter. Wir brauchen nicht 10.000 Signale. Es gibt einen Zug. Allerdings die Strecke. Hier gilt natürlich das gleiche wie bei den anderen Strecken. Das kann gut sein, dass wir die mehrfach sozusagen verwenden. Hier vorne ist die Weiche. Also, dass da noch andere Linien drauf kommen. So, dann haben wir hier den eingleisigen Bereich. Ja, den würde ich tatsächlich so lassen. Was ist denn hier noch für eine Linie? Die rote, das ist... Oh, wir kreuzen aber doch, guck mal. Das lässt sich jetzt nicht anders machen, sonst hätten wir hier... Ja, ich wollte gerade sagen, unter der Brücke durch, das geht nicht. Wir haben hier drei Gleise. Also hier kommen wir nur mit einer Brücke rüber, das wird nicht anders funktionieren. Wenn wir hier rüber gehen... Ja, vielleicht hier rein. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Das würde tatsächlich funktionieren. Weil sonst haben wir hier die Kreuzung tatsächlich mit diesem langen Güterzug. Dafür müssten wir... Ja, ich komme halt da nicht hin. Außer wir machen... Ja, dann hätten wir hier eine Kreuzung und dann hier raus. Nee, dann lassen wir es. Ich würde sagen, das können wir tatsächlich so belassen. Was wir aber hier noch machen können, ist hier einmal ein Signal... Da haben wir eins. Und hier beim Güterzug, der fährt glaube ich auch noch in eine. Ne, der fährt in beide Richtungen. Dann lassen wir das schön mit dem Signal. Das müsste jetzt aber passen. Hier ist es zweigleisig. Hier hinten geht's. Moment. Ich wechsle mal kurz die Farbe, weil jetzt haben wir hier zweimal blau. Das ist nicht, was wir brauchen. Haben wir hier ein gelb. Ja, ist das richtige Gleis. Nicht in das rote rein, sondern in das hier rein. Das hier ist glaube ich ein Zug, der durchfährt. Ja, das passt doch wunderbar. Dann haben wir das soweit. Dann könnten wir eigentlich bereits zum Zugkauf kommen. Aber eben, jetzt, ich habe tatsächlich einen terminlichen Druck. Das tut mir leid. Völlig mühsam. Das heißt, dass hier der lange Personenzug durchfährt. Das wusste ich tatsächlich auch nicht. Guck mal, wie schön ist das denn? Der fährt hier jetzt durch die neu gebaute Stadt durch. Wie cool ist das denn? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Gut. Ja, dann danke ich euch fürs Zusehen. Den Zug, den neuen, den gibt es morgen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ab morgen habe ich auch wieder normal Zeit. Dann gibt es aber eine 30-Minuten-Folge. Und zwar nicht, weil ihr das wollt, sondern weil ich das möchte. Weil ich gerne spiele. Genau. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.